Hallo zusammen, ich habe eine Destiny Ghost Edition bekommen und was da so drin ist, zeige ich euch mal jetzt. So sieht das ganze Ding aus. Ich habe ja gefragt bei Twitter, Instagram und Facebook, ob ich davon mal ein Unboxing machen soll. Und all die meisten haben geschrieben, yo, mach das. Und ich dachte, dann mache ich das einfach mal. Oh, schon mal die Hülle. Ich komme mal näher dran. Oh, boah, wie geil. Das sieht ja schon mal krass aus. Ich komme mal näher dran. Okay, tue ich jetzt erstmal da ein. Dann geht es hier weiter mit, keine Ahnung, ich denke mal einmal das Spiel. Oh, jawohl! Mit Steelcase. So sieht das dann aus. LOL! Hier ist noch ein USB-Kabel bei. Ich glaube, dieses Gerät hat irgendwas in sich. Und ein wunderschönes Buch noch. Das war echt edel gemacht, auch von der Beschaffenheit her. Das ist richtig. Also kann man das so ein bisschen erkennen. Also sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Oh, wie geil! Den Erweiterungspass enthält Erweiterung 1 und 2. Dann haben wir krasse Postkarten aus dem Gebiet. So. Da ist auch noch was. Die Venus. Und da ist nochmal so ein... Diese Welten waren einmal die unseren. Ich will es jetzt nicht komplett vorlesen, aber... Und was scheint hier drin zu sein? Ein Poster. Guck. Guck in nah. Hier ist jetzt noch drin Waffen und Ausstattung. Ich würde sagen, das waren die ganzen Konzeptzeichnungen zu Beginn des Spieles, also zu Beginn der Entwicklung. Und dann lustig ist, die Bücher sind auch irgendwie so auf alt gemacht. Also als ob die jetzt quasi irgendwie vor lange schon rumliegen würden. Vielleicht liegen sie auch schon vor lange rum, aber... also die haben auch diesen alten Rand, also diesen gelben Rand am Rand. So, was haben wir hier noch? Ein versiegelter Umschlag. Ob ich ihn öffnen soll? Oh. Oh, ein Aufnäher. Ein Aufnäher. Ein altes Foto von dem Piloten. Ach lol, ich glaube, das sind... Ich glaube, da sind irgendwelche tollen Sachen aus dem Spiel. Da muss ich gleich nochmal reingucken, was das genau ist. Ich glaube, das ist echt was aus der Entwicklung. Hier kann ich noch was rausziehen. Nein, noch mehr kann ich ja nicht rausziehen. Also der Karton ist jetzt leer. Ah! LOL, es leuchtet! Seht ihr das? Sind das zwei verschiedene? Weil ich habe eins und zwei. Eins. Oh, what the fuck? Es macht Geräusche! Aktivierung des Ghost. Also das ist der Ghost. Ghost Edition. Ah. Also auf Stufe 1 leuchten nur die LEDs. Auf Stufe 2 werden die Soundclips, die da drin sind, in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Immer dann, wenn jemand vorne vorbeigeht. Aber mega nice auf jeden Fall. Ich lasse ihn mal hier stehen. Jetzt leuchtet der hier alles voll. Aber warum kann der nicht fliegen? Das muss ich nochmal nachfragen. Aber gut, ich würde sagen, das war das Ghost Destiny Paket. Hier steht dann nochmal alles drauf. Was waren denn nochmal diese Negative? Oh, Relikte aus dem goldenen Zeitalter. Limited Edition Steelbook und Spieldisc. Destiny Erweiterungspass. Hüter Buchhülle. Waffen und Ausstattung. Feldleitfaden. Postkarte aus dem goldenen Zeitalter. Geistnachbildung. Eigenständige Sammlerstück. Auf jeden Fall mega nice. Wenn euch das Video gefallen hat von meinem Unpacking, dann gebt einen Daumen nach oben. Zeigt es euren Freunden, damit ihr auch wissen, was hier drin ist. Und wer das Spiel haben möchte, ich werde es mal in der Videobeschreibung verlinken. Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Ich werde es mir jetzt mal komplett reinziehen und dann sehen wir mal weiter. Haut rein, tschüss!